Jeddah. Diesmal landen wir gleich in der Basis, das ist schon mal sehr gut. Gut. Cordova. Denk mal da, wo sie vorher auch alle standen. Verborgener Hangar. Hallo meine Lieben, ich bin wieder da. Stimmt, aber woher wissen wir, dass es sicher ist? Wir können es nicht wissen. Die Ressourcen des Netzwerkes sind dünn gesät. Und einige örtliche Anführer sind nicht bereit, die Risiken zu akzeptieren. Wie können wir sie überzeugen? Viele fürchten, dass sie durch das Aufnehmen von Flüchtlingen ins Visier genommen werden. Cal, du bist zurück. Hast du irgendwas gefunden? Ich denke schon. Gut, das hört Cordova sicher gern. Ja. Ein außergewöhnliches Gerät. Das hier ist womöglich ein Duplikat. Beide wurden beschädigt durch Lichtschwerter. Ich weiß nicht. Diesmal. Hätte ich auch nicht gedacht, hm? Könnte sie reparieren? Ich weiß es nicht. Doch ich werde es versuchen. Meisterin Janda, das Imperium nähert sich der Pilgerzuflucht. Ein Stoßtrupp? Nein, ein Ausgrabungsteam. Gut, dann wissen Sie nichts von dem Unterschlupf. Noch nicht. Unterschlupf? Versteckt in den Ruinen. Hat die Evakuierung begonnen? Ist bereits im Gange. Aber Bruder Amias antwortet nicht. Amias hat die Kommunikationscodes. Wenn sie ihn ergreifen, könnte der gesamte versteckte Pfad in Gefahr geraten. Ich kenne die Ruinen. Ich gehe. Ich komme mit. Boat? Ich bleibe lieber hier. Mache mich nützlich. Ich könnte einen Assistenten gebrauchen. Bringt Amias zurück. Machen wir. Und keine Heldentaten. Mit ihm hier? Kann ich nicht versprechen. Ich schätze, sie hat dich gemeint. Irgendwie steht Kel die Frisur, auch wenn es... Ist das Versteck weit weg? Nein, aber wir brauchen einen Sparmehl, um hinzukommen. Sie sammeln sich in der Nähe der Basis. Folge mir. Nicht jedermanns Sache ist. Aber Kel steht's. Was war das für ein Ort? Ein altes Kloster der Anachoreten. Beeindruckend, nicht wahr? Ja. Es ist wirklich schön, dich zu sehen, Marin. Hier. Was führt dich nach Jeddah? Ich habe auf meinen Reisen eine Gruppe getroffen. Ihr Ziel ist es, Machtbegabte vor dem Imperium zu verstecken. Hast du schon mal vom versteckten Pfad gehört? Wir sollten nicht trödeln. Das Imperium bedroht die Pilgerzuflucht. Ey, hier ist ein Laden. Ich habe also. Kuriositäten für euch, Fremdling. Da Schrift rein. Gelassenheit, Zusammenbau. Ein bemerkenswertes Stück. Nur optisches. Ich mach mal Gelassenheit. Ja. Damit kann ich nichts falsch machen. Danke. Das Wissen, das ihr gerettet habt, ist unbezahlbar. Gelassenheit, ja. Das wird mir nützlich sein. Das hat nur auf euch gewartet. Eine unbezahlbare Kuriosität. Noch dazu in gutem Zustand. Ein paar Modifikationen können nicht schaden. Was? Ich habe das erste jetzt nicht gelesen. Kommst du? Wir müssen Amias und diese Kontaktcodes finden. Klar. Das. War wohl nur in dem Kopfgeldjäger-Shop, ne? Die Farbe können wir ändern. Ja, gut, aber ich will jetzt hier nicht so großartig viel machen. Wunderschön. Wunderschön. Der Griff wird so bleiben. Zustand makellos. Uralt. Anwenden. Wird stabil.
oder? So, Lichtschwert. So viele verschiedene Sachen gab's. Last Night. Die Spamele sind in dieser Richtung, Cal. Haben wir überhaupt einmal schon unser Laserschwert hier verbessert? Also verbessert, verschönert? Okay, sieht cool aus. Das ist das zweite Schwert, deswegen sieht das so groß aus. Machen wir in dieselbe Richtung. Oxam. Nein, ich habe nicht X gedrückt. Gelassenheit. Und machen wir einen Siedler. Damit kann ich definitiv arbeiten. BD1. Weil jetzt schon hier sind. Also das sieht ja wirklich Das hat was von Wally. Oh, komm, wir machen mal den hier. Ich habe vergessen, X zu drücken. Vollständig ausgerüstet. Passe BD1, den Blaster und Kates Lichtschwert mit irgendwas an. Nee, ich nehme doch wieder das alte. Sonst sieht man ja kaum eine Veränderung. Tschüss. Oh, das sieht ja aus wie Ohrschmuck. Ich nehme den Ohrschmuck. Oder den Hai. Ohrschmuck. Audiosensoren. Langweilig. Ich mag seine Öhrchen. Körper. Sieht aus wie das Bedientableau von Darth Vader auf seiner Rüstung. Dann nehmen wir das. Hat ein bisschen mehr. Wie sieht diese Krüppelfüße? So. Wie gefällt mir das? Aber das irgendwie auch. Metalle. Golden. Natürlich poliert. Bei unpoliert sieht wahrscheinlich wieder nicht so. Oh, mal Licht. So. Ja, poliert. Richtig schön glänzen. So, Sekunde. Nö, warum? Hat er doch alles selber gemacht. Poliert aber uralt. So. Sollen wir damit losziehen? Kampfstealer haben wir ja schon. Gut. Zeig mal nochmal. Verstehe ich erstmal den Aufbau von einem Laserschwert. So. Ich soll in den Fahrstuhl? Die Pilgerzuflucht ist ein alter Tempel. Seer und Meister Cordova wählten ihn als Unterschlupf des versteckten Pfades. Wir wussten, dass das Imperium eines Tages kommen würde. Nur nicht so bald.
Ja, wie gesagt, hier gibt es zwar auch schon wieder viel zu erkunden und so, aber solange wir noch nicht alle Fähigkeiten haben, bringt es uns nicht sehr viel. Aber sowas können wir mitnehmen. Ein Echo. Meisterin Janda hat uns gesagt, dass ihr kommt. Es ist eine Ehre, jemanden zu treffen, von dem sie so viel hält. Darf ich euch begleiten? Ich bin noch nie einer Hexe begegnet und habe viele Fragen. Das war ich aber nicht. So. Die Pilgerbrücke ist auf der anderen Seite der Wüste. Pilgerbrücke? Ein Echo. Hier entlang, Meisterin Janda. Wir sind fast da. Also, was denkt ihr? Es ist alt, verlassen und mitten im Nirgendwo. Es ist perfekt. ATST. Da ist unser Taxi. Da sind ein paar Gegner. Lass uns hier eine Pause machen. Ich bin bereit. Dann gehen wir gemeinsam. Die Wüste scheint ewig weiterzugehen. Ja, sie überrascht mich immer wieder. Mich überrascht das Imperium. Damit habe ich jetzt gerade überhaupt nicht gerechnet. Hoffentlich lässt uns dieses Schwarmel nicht im Stich. Sei nicht nachtragend, Cal. Das passt nicht zu dir. Schwarmel? Kein Kamel, sondern ein Schwarmel? Da sage ich mal Schwamm drüber, ne? Ich will erstmal da hinten hin. Dass er nicht einfach hochläuft, sondern immer diesen Sprung macht. Ich meine, es ist ein Jedi, hallo? Der kann doch wohl... Das ist für eine Karte da unten. Ach, das ist Marin. Marilyn Monroe. Oder so. Vorsicht, Gefahr in der Nähe. Sie haben ihre Raketen verloren. Easy. Willkommen, Reisende. Ist der Weg blockiert, suche einen anderen. Ruhe und Nachdenken weisen die Richtung. Das ist mir heute schon ein paar Mal aufgefallen. Gegner nähern sich. Ein Kampf. Das Ruhe. Naja, Ruhe weiß ich nicht, aber... Nachdenken einen helfen kann. Warte mal, da ging es auch hoch. Dieselbe Strecke? So. Also manche Sachen. Also manche Sachen. Unbegreiflich. So. Überall geht's lang. Ach, für eine Aussicht. Viel schöner ohne diese Pilger. Die vermisst keiner. Klappe. Keine Chance. Gut gesehen. Eigentlich war's gemein. Hätte ihn ausreden lassen sollen. Versuchen wir es damit. Ist ja wohl Schwachsinn, oder? Also das ist ja wohl mehr als Schwachsinn. Ich glaube, das hat geholfen. War geplant. War geplant.
Jetzt ist es irgendwie nicht mehr so ein Schwachsinn. Komme ich nur hoch? Darunter? Darunter. Jetzt ist es nicht mehr so ein Schwachsinn. Verstehe. Ist ja wohl logisch. Ist ja wohl mehr als logisch. Mann, hier. Hier. Versuchen wir es damit. Versuchen wir es damit. Nichts passiert. Nichts passiert. Es passiert einfach nichts. Einfach nichts. Verstehe ich nicht. Wie kann hier einfach nichts passieren? Versuchen wir es damit. Da hat er gerade gezuckt. Hattet ihr sehen? Da wollte einfach eine Rakete auf mich schießen. Mir ist aber wirklich aufgefallen, wenn man bei dem Spiel ruhig ist, dann kann ein viel weniger passieren. Ey, das war aber unfair. Das wäre jetzt dieser kaputte Zustand kurz gewesen, aber dann hat er kaum noch Energie. Lohnt sich ja nicht. Echo! Ein Echo! Ah, der Pilgermond verzaubert und erfreut mich immer wieder. Diese Prüfungen stammen von denen, die Machtnutzer verehrt haben. Aber zu welchem Zweck, frage ich mich. Okay, war richtig. Oh, was das wohl macht? Gut gemacht, Cal. Was habe ich gemacht? Manchmal beginnt alles in der Wüste völlig gleich auszusehen. Du musst dich auf die Unterschiede konzentrieren. Dann verirrst du dich nicht. Also bisher kam ich gut zurecht. Bis auf da, wo der Sand. Neuen Bonus-Slot erhalten, das ist sehr gut. Außer da, wo der Sandsturm kam. War natürlich so ein Thema, wa? Wozu? 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 Nur wegen dem Versteck da? Flieg, Vögli. Oder so. Ich muss da nur rüber, oder? Dass die hier einfach so rumlaufen. Im ersten Teil waren die, wenn dann, nur an bestimmten Stellen. Aber wenn sie hier wirklich so offen rumlaufen und wenn man die besiegt, dass dann neue kommen und so, das wäre cool. Reite los! Bum, 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 bum. So. Einmal kurz hinsetzen. Halten wir einen Moment an. Gehen wir. Ich folge dir. Please open the chest. Commander. So. Da kann man an der Wand laufen, da ist das Seil. Aber wie komme ich da hin? Von da? Wohin gehen wir?
Siehst du diese Flaggen? Das ist unser Ziel. Flaggen? 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 Die Flagge? Da. Wie findest du die Wüste, BD? Es gefällt ihm hier draußen. Hier draußen scheint man sich leicht verlaufen zu können. Dann ist es ja gut, dass du eine Führerin dabei hast. Also ich komme bisher klar. Habe ich auch, glaube ich, schon gesagt. Gegner voraus. Wir kommen nämlich von da. Halt mir den Rücken frei. Halt dir mal den Rücken frei. Hab ich gut gemacht, wa? Schön. Musste ich mal ausnahmsweise nicht kämpfen. Weil sie... Im Weg. Nicht lange. Oh, die explodieren. Naja, okay. Mach dich kampfbereit. Lasst euch das eine Lehre sein. Haltet Abstand, wenn ihr nicht entkommt wie er. Keine Bewegung. Ihr solltet von dieser Staffel fliehen. Ich liebe das. Das ist so easy. Haben wir die Kletterhaken noch? Aus dem ersten Teil? Explodiert doch, oder? Er ist noch nicht tot? Ich glaube, der ist sowas von tot. So. Können das Flaggen sein? Egal. Weiter geht's. Nee, das sind nur Kletter. Vorsicht, Gefahr in der Nähe. Ich mach da jetzt keine Faxen mehr, Freundchen. Explodier mal. So, Kletterpartie. Und wie bist du Teil des versteckten Pfades geworden? Ich habe auf meinen Reisen jemandem in Not geholfen, sich vor dem Imperium zu verstecken. Das hat mich schließlich zum Pfad geführt. Manchmal frage ich mich, ob die Zerstörung des Holocrons irgendwas bewirkt hat. Wir haben die Kinder auf dieser Liste beschützt. Aber es gibt noch andere. Und das Imperium macht immer noch Jagd auf sie. Richtig. Wir müssen beschützen, wen wir können. Schon krass, was er hier da für Kletterpartien... Und sie vor allem. Muss schon geil sein mit dem Teleportieren hier. So, willkommen. Ist da unten nichts? Nee, scheinbar nicht. Willkommen auf dem Gipfel. Abkürzung. Hast du von der Flagge hier geredet? Hätte ich niemals gefunden. Werkbank? Nee. Die sind in Sears Basis überall. Ja, das sind alte Sicherheitsmechanismen. Ein Überbleibsel derer, die früher hier waren. Als das Imperium kam, fingen die Anachoreten an, die hier zu benutzen. Alte Technologie ist unauffälliger. Genau.
Dachte ich mir doch, dass da was hinter sein muss. Okay. Caminoana. So. Jetzt kommen wir trotzdem nicht rum. Aber wir haben noch die andere Kugel, deswegen. So. So. Easy peasy. Warum ist eine Kiste? Das Imperium. Sie wollen zur Pilgerzuflucht. Das Versteck ist da drin? Ja. Der Tempel ist verlassen und gut befestigt. Ein perfekter Ort, um sich vor dem Imperium zu verstecken. Das dachten wir. Wir werden Bruder Armias finden. Hoffentlich. Wir nehmen den Schleichweg. Das geht am schnellsten. Ich liebe die Geräusche, die diese TIE Fighter machen. Schon immer gemocht. Das hört sich so cool an. Wow, wow. Ja, nicht ganz so, aber. Das sieht nach Ärger aus. Wenigstens sind wir zu zweit. Ja. Einer für jede Schere. Für jede Schere. Stimmt, den Kampf habt ihr ja verpasst. Zum ersten Mal, weil ich die Aufnahme verkackt habe. Eigentlich kann ich die ganze Zeit wegrennen, ne? Also beim ersten Mal war es gefühlt schwerer. Sagt er und stirbt. Da hat er mich einmal schön im Kreis gedreht. Woo! Nein. Mehr kannst du nicht? Alles in Ordnung? Er macht aber auch Schaden. Hilfe! Treff ihn so nicht. Mist. Und los. Biester. Hast du einen Weg nach Tenelor gefunden? Noch nicht, aber wir haben einige Geräte aus der Zeit der Hohen Republik gefunden. Meister Cordova untersucht sie gerade. Mein. Sie und ihr Meister sind immer ein eingespieltes Duo. Seitdem sie sich dem Pfad angeschlossen haben, waren sie eine unersetzliche Hilfe. Bist du auf deinen Reisen irgendwelchen Jedi begegnet? Nein, Kerl. Sonst hätte ich mich bei dir gemeldet. Danke. Jetzt kommen wir da zu der Abkürzung. Die Frage ist nur, dann müssen wir da bestimmt nicht lang und da ist irgendwas versteckt. Oder umgedreht. Nein, hier ist die Kiste, genau. Die man von draußen schon gesehen hat. Jedi-Lackierungen. So, dann auf um die Schlucht herum. Auf. Uno. Due. Abkürzung. Gut. Eine Abkürzung zu Sears Basis. Wäre schon cool, wenn da jetzt irgendwas unten wäre. Irgendwas Großes. Du stirbst, wenn du da lang gehst, wenn du da runterfällst. Hier ist doch ein Haken, oder? Also muss man doch da irgendwie auch an der Wand lang können. Okay.
Ich will da hoch. Ich will da hoch. Fähigkeit. Das Imperium hat die Fährte aufgenommen. Wir sollten uns trennen. Ich verzögere ihr Fortkommen. Wir treffen uns in der Nähe des Tempels. Dann geh. Ich bin am Begutachten. Jetzt, komm schon. Hey Maren, pass auf dich auf. Ich übernehme das Aufpassen, Kerl. Jetzt sind's wieder nur wir beide, Kumpel. Ach, BD1, ist doch schön. Wir brauchen mal wieder einen Speicherpunkt. Wenn jetzt großer Kampf kommt. So, was haben wir hier drin? Eine Barriere. Mit einem Speicherpunkt. Gut. Das war mal ein Satz mit X. Also ich muss schon sagen, das Spiel ist an sich schon echt riesig. Aber auch echt geil. Ist auf jeden Fall größer als der erste Teil. Brauchen wir nicht. D1, auch wenn du dich freust, aber brauchen wir nicht. Ich hab das Gefühl, hier ist ein Jedi-Tempel und wir kriegen hier eine Fähigkeit, um dann da hinten ranzukommen. Dieses Biest sieht hungrig aus. Ich brauch einen. Gar nicht so schwer. So. Ich hänge fest. Lauf! 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 Nein, zieh! Wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Es hängt. Es hängt jetzt an der Kackkiste. So, jetzt. Ich doch, um hier hochzukommen, oder? Pass auf, dass du hier nichts berührst. Ich will die Toten nicht wecken. Ui. Fast wäre ich reingelaufen. Hingabe in die Mine. Bis zuletzt. Aber für welche Sache? Alte Gruft, jetzt mache ich gerade einen Machtschub. Ich habe
Die Hüter des Tempels auf Jeddah bleiben auch nach ihrem Tod wachsam. Ich hoffe, ich... Lock keinen an! Okay, dreimal darf ich nicht angreifen. Ich habe immer noch keinen Speicherpunkt. Oh, oh. Jetzt habe ich mich gerade vor der Leiche erschrocken, weil die sich bewegt hat. Okay. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Alter, Schriftrolle. Ich bin fast tot. Scheiße, reicht nicht. Gut gegangen. Naja, ging so, ne? Halbwegs. Was soll ich denn hier? Ah. Ich brauche einen Speicherpunkt. Süß. Eine Karte der Region. Die Pilgerzuflucht ist auf der anderen Seite der Brücke. Was wohl diese anderen Markierungen bedeuten? I need a safe point, safe point, safe point is what I need. I need a safe point, safe point is what I need. I need a safe point is what I need. Reifen machen, BD! Erinnert dich das auch an Sepho? Oh Gott. Da kommt doch jetzt kein Sturm, oder? Nee, ich komme aber da nicht hoch. Da oben ist ein Safe Point. Was habe ich denn da gemacht? Geht doch. Ich durfte nur nicht vorher springen. Keine Chance. Es ist zu windig. Okay, wenn du es sagst. Dann glaube ich dir mal. Will jetzt auch nichts riskieren mit meinen 2% Leben. Nein! Hast du sowas schon mal gehört? Klingt fast wie Musik. Ist doch, oder? So, die Uhr sagt, ich werde jetzt für heute mal aufhören bei der schönen Musik. Im Ausruhen auf jeden Fall. Fähigkeiten machen wir schon mal. Überleben. In die Richtung. Reduziert die Zeit, die nötig ist, um Kel mit einem Stim von BD1 zu heilen. Sehr schön. Gut. Und damit... Okay. Würde ich mal sagen, bis zur
nächsten Aufnahme und bis zur nächsten Folge. Bis denn. Bye, bye.